Für die, die neu sind hier, also die gestern nicht da waren, der Grund, warum ich sitze, ist nicht nur deswegen, weil ich ein alter Mann bin, also nicht, hat nichts damit zu tun. Ich stehe sehr gern. Ich habe Parkinsons und aufgrund dessen lange Stehen, man wird es merken mit den Beinen und mit den Händen und so. Und ich hoffe, dass es nicht eine Störung ist, aber es hilft, wenn ich mich hinsetze. Ist das okay? Ist okay, okay. Ist alles okay. Okay. Ja, und vielleicht zuletzt, es ist echt ein Privileg für uns hier bei euch zu sein. Man merkt, Gottes Geist ist mit euch und es ist Familie und wir fühlen uns wie in der Familie. Und wie kann man anders fühlen, wenn man betreut wird von Eckhart und Iris? Also das ist so, uns geht es sehr gut. Ja, ich habe früher, wo ich zu Jugend mit einer Mission gekommen bin, musste ich in der Dusche rumlaufen, um nass zu werden. Und heute werden meine Füße nicht mal nass, wenn ich mich dusche. Es ist einfach Segen Gottes. Gut. Ich werde ganz kurz beten für unsere Zeit. Herr Jesus, danke für deine Gegenwart. Herr, du musst es nicht so machen, dass wir was spüren, aber danke, dass du es ab und zu tust, dass wir dich spüren. Wie jetzt. Ich bitte dich um deinen Segen auf dieses Gespräch. Und Herr, nimm du das, was für uns persönlich gemeint ist und möge es wie ein Same gepflanzt werden in unserem Herzen. Möge es Frucht bringen. Oh Gott, wir möchten Frucht bringen für dich. Das ist ein Sehnsucht. Danke, Herr. In meiner Schwachheit bist du stark. Im Namen Jesu. In diesen 52 Jahren der Missionstätigkeit bin ich öfters unterwegs gewesen in verschiedenen Kontinenten, Afrika, einige Male Asien, sogar die Dschungel von Nordamerika war ich, also ein paar Mal in Südamerika, in Australien und so. Und ich kann mich noch daran erinnern, an einen besonderen Flug, das war vor vielen Jahren, nach Melbourne. Ich wurde eingeladen, bei einer Schulung zu sprechen. Und damals musste man nach Melbourne zu fliegen, musste man von hier nach Katar zunächst mal fliegen, umgestiegen und dann diesen langen Flug von Katar nach Melbourne. Das war 17, 18 Stunden oder sowas. Das Flugzeug war ziemlich neu, das Essen war hervorragend, muss ich sagen. Damals haben sie gefragt, wollen Sie Wein mit dem Essen? Ich sagte, ja, welche? Rotwein bitte, welche? Dann wusste ich, wo bin ich im Himmel schon? Und das war in Economy Class, das war nicht mal First Class oder sonst was. Sie haben ein tolles Onboard-Entertainment-System. Flugzeug war ziemlich neu. Es war toll, aber ich muss zugeben, ich bin mit gemischten Gefühlen geflogen. Also auch meine Erinnerung an diese Zeit ruft gemischte Gefühle hervor. Warum? Weil es irrsinnig viele Turbulenzen gegeben hat. Und gerade über diese lange Strecke von Katar also über den Indischen Ozean, das ist sehr lang. Du sitzt da, schaust einen Film an und plötzlich, und der Film war plötzlich nicht mehr interessant und man fing an in Sprachen zu beten oder was weiß ich. Und es war sicherlich ein sicheres Flugzeug. Der Pilot, das war sicherlich nicht das erste Mal, wo er Turbulenzen erlebt hat. Und trotzdem kam ein ungutes Gefühl bei jedem Ruck. Ich dachte immer im Hintergedanken, und wenn wir abstürzen, da kann man nirgendwo landen, es ist nur Wasser. Ja, also ich bin ganz ehrlich, okay, ich bin ein Gläubiger, ich bin kein ängstlicher Typ, aber so ging es mir. Es war eigentlich unsinnig, wie gesagt, aber es war trotzdem da. Wir leben, der Grund, warum ich das erzähle, ich werde zurückkommen, wir leben momentan in einer Art Adventszeit, obwohl der Adventfeier ist schon vor 3 Monaten war, aber wir leben eigentlich in der Advent. Das heißt,
zwischen Jesu Geburt und auf die, wo er auf die Erde gekommen ist und wenn er zurückkommen wird. Zwischen diesen zwei. Ein Advent stammt aus dem Urtext, das Kommen Jesu, das Kommen Gottes. Und er wird kommen. Und ich glaube, wir sind wahrscheinlich sein Wiederkommen näher als seine erste Ankommen. Ja? Und der Grund, warum ich das sage, ist, es ist so, als wenn, sagen wir mal, seine erste Kommen ist wie der Take-off vom Flugzeug und seine Wiederkunft ist die Landung. Und wir leben praktisch in diesem Flugzeug, in dieser Zwischenzeit, die manchmal mit Turbulenzen verbunden ist. Eigentlich weiß ich, dass alles irgendwie gut enden wird. In Offenbarung Kapitel 21, 4 lesen wir, Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid noch Schrei noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Das war von der Schlachtübersetzung. Das weiß ich alles, wenigstens im Kopf. Und trotzdem neige ich mich dazu, ganz schön unsicher zu sein, wenn es irgendwelche große Turbulenzen gibt. Und Freunde, es ist eigentlich nicht übertrieben zu sagen, dass die letzten 2 bis 3 Jahre volle, gewaltige Turbulenzen waren. Könnt ihr das auch so sehen? Also ich lebe seit fast 70 Jahren, sowas habe ich noch nie erlebt. Pandemie, Krieg in Europa, verheerende Auswirkungen von der Klimawandel, zunehmende politische Polarisierung in Europa und Spaltungen im Leib Christi, ausnahmsweise nicht wegen theologischer Themen. Also das habe ich noch nie erlebt, ja? Wegen vielen anderen Dingen, die ich hier nicht erwähnen werde, sonst werde ich irgendjemand auf den Zehen treten. Und für mich als Amerikaner besonders schmerzhaft, dieser Ansturm auf unser Kapitol und so. Also wir, als Amerikaner habe ich schon einiges erlebt, das sehr turbulent war. Krise, turbulenten geistliche Anfechtungen, stürmische Zeiten, sie sind äußerst unangenehm, wenn wir ganz ehrlich sind, egal wie stark dein Glaube ist, es ist wahnsinnig unangenehm. Ich glaube nicht, dass ich nur für mich rede hier. Es geht eine Zeit lang gut, man denkt nicht darüber nach und dann kommt ein Ruck und plötzlich eine Unsicherheit hier und da, wenn wir ganz ehrlich sind. Wie sollten wir dann gerade in solche stürmischen Zeiten verhalten? Und warum lässt Gott sowas überhaupt zu? Warum nicht schnell Abflug und dann Landungen? Das hat sich's. Warum hat Jesus mehr oder weniger versprochen, dass es vor seiner Wiederkunft besonders turbulent sein würde? 1. Petrus 4, Schlachtübersetzung wieder. Geliebte, lasst euch durch die Turbulenzen, Entschuldigung, Feuersglut, genau dasselbe, die zu eurer Prüfung über euch gekommen ist, nicht verwirren, als ob euch etwas Ungewöhnliches zustoße. Ja, toll, das tröstet mich. Nein, es tröstet mich überhaupt nicht. Das altgriechische Wort für Prüfung übrigens übersetzt ist das Wort Perasmus. Anderswo übersetzt als Versuchung, Anfechtung, Widrigkeit. Das deutet darauf hin, dass unser Glauben bzw. Charakter geprüft wird. Wir finden das Wort Perasmus, es wird anders übersetzt von unterschiedlichen Schriftstellen. Wir finden es in verschiedenen Stellen, auch in Jakobus Kapitel 1. Ich werde das hier lesen. Meine Brüder, jetzt kommt es. Oh Gott, jetzt kommt es. Meine Brüder, acht es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Turbulenzen, Entschuldigung, Anfechtungen, also Perasmus, geratet. Acht es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich eine Liste machen würde von Dingen, die mir Spaß machen, die ich gern habe, wäre das nicht auf meiner Liste. Anfechtungen, ja toll, also gutes Essen, Steak bei, ja, und dann Anfechtungen, das kommt aus Dritte. Nein, das würde es nicht so sein.
Wie soll ich das verstehen? Acht es für lauter Freude. Well, es wird ein bisschen erklärt in den darauf folgenden Versen. Ich werde jetzt die Versen 3-4 lesen. Zunächst mal die ersten. Meine Brüder, acht es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet, da ihr wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren, so in Urtext heißt es Beständigkeit, Festigkeit, dass das standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Wir alle wollen reifer werden. Wer möchte nicht reifer werden im Herrn? Wer hat Angst, die Hand aufzuheben? Wer möchte reifer werden im Herrn? Okay, dann spreche ich zu Leuten, an denen das gerichtet ist hier. Wir alle wollen, dass Gott in uns wirkt, dass er uns hilft, geistlich und charakterlich reifer zu werden, mehr geistliche Autorität zu haben, brauchbarer für sein Reich zu sein. Aber manches davon wächst nur durch das Ausharren, nur durch die Ausdauer. Oder wie es in Englisch heißt, es gibt ein tolles Wort in Englisch, Endurance. Das habe ich sehr gern, weil es eigentlich noch klarer das ausdrückt. Dieses Ausharren führt zu einer geistlichen und charakterlichen und emotionellen Vollständigkeit. Denn wenn wir durch schwierige Zeiten gehen, merken wir, wie Gott zu uns steht. Persönlich, es ist nicht nur theoretisch. Man merkt, Gott liebt mich nicht nur, er zeigt, dass er mich liebt. Er ist nicht nur allmächtig, er zeigt, dass er allmächtig ist. Wenn ich vor einem roten Meer stehe und das Meer geteilt wird, er zeigt, dass er alles tun kann, was er versprochen hat. Das macht unwahrscheinlich viel aus in unserem Glauben. Ohne diese rote Meergeschichten, ohne diese Turbulenzen würden wir nie ausharren lernen und wir würden geistliche Babys bleiben. Und manche sind abgeschreckt vor solche Tests und fliehen davon. Ihr sucht nach einem Safe Place, wo man möglichst keine solche Erfahrungen hat, aber da bleibt man ein Baby leider. Die Ausdauer ist eine Art von Basis für unser Wachstum in Gott. Sonst werden wir so sein, wie es in Epheserbrief heißt, es ist nicht auf einem Dia, Epheser 4, das heißt, wir werden ein Spiel der Wellen, geschaukelt und getrieben von jedem Widerstreit der Lehrmeinungen, im Würfelspiel der Menschen in Verschlagenheit, die in die Irre führt. Also diese Ausdauerbeständigkeit, dieses Ausharren wächst hauptsächlich in Zusammenhang mit Prüfungen. Okay, sag das einander. Ausharren wächst durch Prüfungen. Sag das einander. Und Turbulenzen sind sehr geeignete Orten, um ausharren zu lernen, somit zu wachsen. Wenn jemand Skifahren lernen will, das macht man in Österreich. Mein Sohn fährt gern Ski, ich seit Jahren nicht mehr. Wenn jemand Skifahren lernen möchte, muss man sich begeben auf einem schneebedeckten Hang, auch wenn man Schnee nicht mag. Sonst lernt man das nicht. Wenn man schwimmen lernen möchte, muss man ins Wasser, auch wenn man Wasser nicht mag. Ohne dieses Umfeld wird man nie schwimmen lernen oder Skifahren lernen oder sonst was. Und wenn du geistlich wachsen willst, vollständig in deinem Glauben werden willst, brauchst du Ausdauer und diese Ausdauer braucht ein bestimmtes Umfeld, einen schneebedeckten Hang. Oder Wasser, oder nun zum Fall Prüfungen. Prüfungen ist die Ort, wo wir das Schwimmen lernen. Und wenn wir nie ins Wasser gehen oder Gott anflehen, dass wir nie ins Wasser gehen, werden wir das Schwimmen lernen, nicht lernen, auch Ausdauer nicht lernen. Sieh dir, Jesus ist nicht nur daran interessiert, dass wir die Reise überstehen.
ist nicht nur daran interessiert, dass du in den Himmel kommst. Ich möchte ein Zitat jetzt lesen. Es stammt nicht von mir, es ist von Pastor Rick Warren. Er ist der Leiter einer sehr berühmten Gemeinde oder gewesen, ist gerade zurückgetreten. Aber eine der berühmtesten Gemeinden in Kalifornien. Und er hat Folgendes gesagt. Jetzt, ihr könnt es mitlesen, aber ich werde es vorlesen, weil es so gewaltig ist. Das Leben ist im Grunde eine Vorbereitung auf die Ewigkeit. Unser irdisches Leben hat einen Ablaufdatum. Gott will uns schlussendlich bei sich im Himmel haben. Eines Tages wird mein Herz aufhören zu schlagen. Und das wird das Ende meines Körpers bedeuten. Aber nicht das Ende von mir. Ich werde vielleicht 60 oder 100 Jahre hier auf Erden verbringen, aber dafür Billionen von Jahren in der Ewigkeit. Momentan erleben wir bloß den Vorschau, die Generalprobe. Das ist ein herrliches Wort, Generalprobe. Gott will, dass wir hier auf Erde proben, was wir später in der Ewigkeit tun werden. Wir sind von Gott erschaffen und für Gott erschaffen. Bis du das begreifst, hat das Leben überhaupt keinen Sinn. Das Leben besteht aus einer Reihe von Krisen. Entweder steckst du momentan in einer Krise oder du hast gerade eine überwunden oder du wirst bald in eine landen. Toll, was? Der Grund dafür, und jetzt kommt's, dein Charakter ist Gott wichtiger als deine Bequemlichkeit. Oh, ich wiederhole das. Denn für Gott ist dein Charakter wichtiger als deine Bequemlichkeit. Ihm ist wichtiger, dass du ein heiliges Leben führst, als dass du ein glückliches Leben führst. Wir können hier auf Erden zwar ein einigermaßen glückliches Leben führen, aber das ist nicht das Ziel des Lebens. Das Ziel ist, Jesus ähnlicher zu werden. Ist das nicht stark? Das packt mich jedes Mal, als ich das lese. Wie wir wissen, geht es in dieser Zeit zwischen Jesu Geburt und seiner Rückkehr auch darum, nicht nur zu wachsen im Herrn, sondern auch seinen Auftrag zu erfüllen, ja, das Reich Gottes hier auf Erde zu wachsen zu lassen. Und ich möchte jetzt zum Teil 2 dieses Talks gehen. Das tue zunächst mal das zur Seite, ich werde nachher zurückkommen darauf. Aber jetzt möchte ich kurz reden über diesen Auftrag Gottes für uns auf Erden. Und ich werde, um das zu erklären, ein Schriftsteller aus 1. Johannes Kapitel 2 lesen. Und dann werde ich das auseinandernehmen. Der Johannes hat geschrieben, ich schreibe euch Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind um seines Namens willen. Ich schreibe euch ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch ihr junge Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Ich schreibe euch ihr Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Ich habe euch geschrieben, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich habe euch geschrieben, ihr junge Männer, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Also er hat offensichtlich 3 verschiedene Gruppierungen von Menschen geschrieben. Und ungewöhnlicher Art, aber trotzdem hat scheinbar zu Leuten gesprochen, die neu waren im Glauben, also die Kinder im Glauben, dann Leute, die etwas älter waren im Glauben, junge Männer und dann Väter. Aber das möchten wir jetzt näher anschauen zunächst mal. Fangen wir an mit Kinder, okay? Ich schreibe euch, ihr Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Und dann später, ich schreibe euch, ihr Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, an die Zeit, wo du diesen ersten Schritt mit Jesus gemacht hast. Wer kann sich daran erinnern? Okay, einige. Also für andere von uns ist das viel zu lange her. Vor 200 Jahren, ja genau. Ich kann mich sehr wohl daran erinnern. Mit 15 habe ich mein Leben den Herrn übergeben. Ich sage euch, wie das war. Ich habe nicht nur im Kopf gewusst, dass Jesus meine Sünde vergeben hat, ich habe es erfahren. Ich habe tatsächlich etwas gespürt damals. Und damals war alles ganz, ganz einfach. Alles war sehr schwarz-weiß für mich. Simple.
einfach, easy. Ich folge Gott, er tut das. Wenn ich das nicht tue, dann geschieht's nicht. Deswegen war die Welt sehr, sehr unkompliziert für mich. Mit Leiden habe ich fast nichts zu tun gehabt. Ich dachte, wenn jemand leidet, ist er selber schuld. Deswegen, weil er irgendetwas nicht getan hat, was er hätte tun sollen oder irgendeine Sünde gemacht hat. Aber Leiden war immer Schuld des Leidenden. Das ist nicht untypisch für Leute, die frisch sind im Herrn. Es ist alles schwarz-weiß, einfach. Und ich dachte, wenn jemand leidet, sollte er einfach Gott mehr gehorchen oder so. Oder mehr Bibel lesen. Dann würde der Herr, oder mehr beten, oder irgendetwas. Mit der Zeit merkte ich aber, dass es nicht so easy war. Dass es nicht so schwarz-weiß war. Und dass es nicht nur Spaß war. Und dass meine einfache, easy Antworten nicht ausreichen konnten. Dass es tatsächlich mehr Grau gegeben hat, als ich mir gedacht habe. Das war nicht einfach entweder oder, sondern entweder das oder das oder das oder das. Es waren viele Schattierungen da drin. Dann habe ich auch gemerkt, neben den tollen Zeiten gab es dann Anfechtungen, Enttäuschungen, Krisen, turbulenten Kämpfe. Und dann habe ich auch zu der Zeit angefangen zu merken, dass es nicht nur um mich ging, sondern Gott wollte mich gebrauchen, um etwas auf der Erde zu machen. Am Anfang ging es um mich. Und die Bücher, die man in dieser Phase, diese unreife Phase kauft, geht es alles um dich, oder? Wie kannst du Depressionen überwinden? Wie kannst dir besser gehen? Wie kannst du reich werden? Wie kannst du und Gott mit dir? Das ist okay, aber das ist der Anfang. Aber es geht weiter. Gott will dich gebrauchen, um etwas zu bewirken auf der Erde. Und das habe ich gemerkt, spätestens da, wo ich Angriffe des Bösen, des Satans erlebt habe. Aber zur gleichen Zeit habe ich gemerkt, dass Gott mich gebrauchen kann, um Kämpfe gegen diesen Feind tatsächlich Siege zu sehen bei solchen Kämpfen. Das war unglaublich, ja? Also mit sozusagen einem kleinen Schwert. Wow, cool. Ich muss zugeben, ich bin nach einer Weile auf der Suche gegangen nach Dämonen, weil ich so begeistert war. Das war blöd. Das war wirklich blöd, muss ich sagen. Es steht hier, ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Ich habe euch geschrieben, ihr jungen Männer, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Zweimal wird es erwähnt. Dieser geistliche Kampf befindet sich hauptsächlich in dieser zweiten Phase. Wie dieser Kampf schließlich ausgeht, wissen wir. Gott, der Herr der Herrscharen, wird uns den Sieg geben. Und wie bei den Kindern Israels wird es etappenweise geschehen. Gott hat uns mächtige Verheißungen gegeben, aber die geschehen etappenweise. Nicht? Und für uns Ungeduldigen, ich weiß noch, ich habe schon mal gebetet, Herr, gib mir Geduld und tu es sofort. Es hat nicht geklappt. Ich muss auch noch etwas zu diesem Kampf sagen. Dieser geistliche Kampf, wovon es spricht, hat nicht nur damit zu tun. Es bezieht sich nicht nur auf Fürbitte, Heilung, Befreiung von Menschen, Evangelisation sowie unser Engagement in der Gesellschaft. Es gibt nämlich ein anderes Schlachtfeld. Das möchte ich betonen, weil es zurückkommt auf unseren allerersten Punkt. Wie wir Parasmus, diese Anfechtungen, diese Prüfungen unseres Glaubens, wie wir auf Turbulenzen reagieren, ist eine Art der geistlichen Kriegsführung, wie wir sehen werden. Wie im Buch Hiob können wir das vielleicht klarer sehen. Hiob, Kapitel 1, jetzt schaut es sehr, 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 sehr gut an. Weil es war nicht lange her, wo ich das erkannt habe, durch eine Lehre von jemand anderem, aber es hat mich sehr gepackt. Der Herr sprach zu Satan, hast du auf meinen Knecht Hiob geachtet? Seinesgleichen gibt es nicht auf der Erde. So untadelig und rechtschaffen, er fürchtet Gott und meidet das Böse. Wir werden später sehen, was dann mit Hiob passiert ist. Er hat unglaublich viel gelitten. Aber nicht wegen Sünde. Nicht deswegen, weil er etwas
unterlassen hat. Nicht wegen Ungehorsam. Nicht deswegen, weil er nicht genug gebetet hat und dem Herrn nicht genug Vertrauen hat. Er hat gelitten aus einem völlig anderen Grund. Das muss sehr klar sein. Leiden hat nicht immer damit zu tun mit Sünde oder dass etwas unterlassen oder nicht genug gebetet wird oder sowas, wie wir hier sehen. Der Herr, der Satan antwortete dem Herrn, sagte, geschieht es ohne Grund, dass Hiob Gott fürchtet? Bist du es nicht, der ihn sein Haus und all seine ringsrum beschützt? Das tun seine Hände hast du gesegnet. Sein Besitz hat sich weit ausgebreitet im Land. Aber streck nur deine Hand gegen ihn aus und rühr an all das, was sein ist. Wahrhaftig wird er dir ins Angesicht fluchen. Mit anderen Worten hat Satan etwas Ungeheuerliches behauptet. Er hat gesagt, der betet dich nicht an, weil du es wert bist. Der betet dich an aus derselben Grund, warum meine Leute mir folgen, und zwar wegen den Geschenke, die ich ihnen austeile, wegen den tollen Dingen, die ich ihnen austeile. Nimm diesen Dingen weg, dann werden sie genauso reagieren, wie meine Leute reagieren. Sie werden dich ablehnen. Ist das nicht ungeheuerlich? Diese Extras, diese äußeren Annehmlichkeiten, nimm sie weg und dann schauen wir. Die Reaktion Gottes auf diese Anklage ist, finde ich, ganz interessant. Er hat einfach nicht gesagt, nein, das stimmt nicht, sondern er wollte Satan und uns allen beweisen, dass es nicht stimmt. Hat also dann die Dinge weggenommen, erlaubte praktisch, dass diese äußerliche Unannehmlichkeiten eine Zeit lang von Hiob entzogen wurden, damit er beweisen konnte, dass Hiob in der Tat Gott für würdig gehalten hat, geliebt und gedient und angebetet zu werden, auch ohne diesen Dinge. In dem Moment, pass auf, ist Hiob nicht bloß Soldat in Gottes Armee, er wurde das Schlachtfeld selber. In seiner Person war dieser geistliche Kampf. Wie hat er reagiert? In Vers 20. Schau das an, das gibt mir Gänsehaut. Nun stand Hiob auf, zerriss sein Gewand, schor sich das Haupt, fiel auf die Erde und betete an. Ist das unglaublich? Das war seine Reaktion, obwohl er überhaupt keine Ahnung hatte, warum das ihm geschah. Seine erste Reaktion war nicht, warum, Herr? Gib mir eine Antwort, sag mir, gib mir einen Tipp, warum das so ist, dann geht es mir gut. Wir sind in einer Gesellschaft, wo wir meinen, wir verdienen eine Antwort auf alles. Und sag, okay, Gott, ich bin schon bereit, dir zu folgen und dich zu gehorchen und anzubeten, aber bitte sag mir, warum, damit ich das nicht wieder mache oder sonst was. Schweigen im Himmel. Und ich sage euch, sein Leben war ein Trümmerhaufen, nachher, sein bisherigen Leben. Nachher hat Gott das ausgeglichen, aber trotzdem. Wie ist unsere Reaktion, wenn es so aussieht, als wenn unser bisherigen Leben ein Trümmerhaufen ist? Das haben manche von euch erlebt, das weiß ich. Allein in Gespräch mit manchen. Ohne Erklärung plötzlich. Du hast große Erwartungen vom Herrn und dann ohne Vorwarnung, ohne Erklärung fällt vieles auseinander. Ich kann mich noch daran erinnern, ein Bekannter von mir vor vielen Jahren, die Frau von einem Leiter, den wir haben beide zum Herrn geführt, hat sich plötzlich umgebracht. Und es war in den Zeitungen auf der ersten Seite von der nationalen Ausgabe von Kurier, dass die Sekte von Jugend mit einer Mission Leute dazu bringt, sich umzubringen. Und Leute haben unser Fenster gebrochen vom Dorf und Mörder, Mörder ausgerufen, unser Geld geklaut. Und es war eine unglaublich schwierige Zeit. Und ich weiß noch, wo ich am Telefon war, es war Mitternacht, wo ich diesen Anruf bekam, wo sie sagte, sie ist tot, hat sich umgebracht.
habe den Hörer aufgelegt und ich wusste, das ist momentan ein Entscheidungspunkt, ein Entscheideweg für mich. Und ich sagte, ich war allein in meinem Zimmer. Ich sagte, Herr, ich verstehe das nicht, aber eins sage ich dir, du bist trotzdem würdig, angebetet zu werden. Und ich bete dich an und ich gebe dir mein Leben, auch wenn ich das Ganze nicht verstehe. Und Satan, ich sage es dir ins Gesicht, ich werde ihm folgen, auch ohne Verständnis und so. Es war unglaublich, was im Herzen geschehen ist, ja. Denn das ist auch eine Art der geistlichen Kampfführung. Unsere Reaktion auf Perasmus, auf unerklärliche Sachen. Und manchmal gibt Gott Antworten darauf, aber sehr oft nicht. Habt ihr das gemerkt? Sehr oft ist es, wir müssen manchmal, wir wollen nicht so tun, als wenn wir geistlich unmündig sind, so wir erfinden irgendeine Antwort von Gott. Ja, Gott hat mir gesagt, aber er hat es vielleicht nicht gesagt. Wir stehen nicht gern ohne Antwort da, vor allem wenn Leute uns bemitleiden wollen. Ja, sicherlich kann Gott, kann etwas Gutes daraus kommen. Ja, was? Weiß ich nicht. Bis zum heutigen Tag kann ich dir nicht sagen, wozu manches gut war, was schlecht geschehen ist in meinem Leben. Aber Gott ist jedoch würdig, angebetet zu werden. Kannst du das einander auch sagen, Gott ist würdig, angebetet zu werden. Kannst du das einander sagen kurz? Ich kann mir gut vorstellen, dass ein ähnliches Gespräch im Himmel geschieht manchmal. Wo Gott sagte, hast du meinen Knecht Bruce gesehen? Hast du meinen Knecht Manuel gesehen? Hast du meinen Knecht Iris gesehen? Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dies sich wiederholt, immer wiederholt. Und unsere Reaktion auf diese Turbulenzen ist eine Möglichkeit, Satan, der Welt, Gott, den Engeln und einander zu beweisen, Gott ist würdig. Noch mehr als dein Gesang. Es ist eine Sache zu singen, du bist würdig, es ist noch eine, so zu tun, dein Leben so zu führen, dass du weißt, dass Gott würdig ist. Und deine Reaktion auf solche Dinge ist ein Akt der Anbetung, wo du sagst, Gott, du bist würdig. Aber warte, es gibt noch eine Stufe der Reife. Wir haben nur zwei gesprochen. Das dritte, ich schreibe euch, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Und dann weiter wiederholt. Ich schreibe euch, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Also der Kreis schließt sich. Zunächst mal schreibe euch Kinder, ihr habt ihn erkannt. Und dann Vater, ihr habt ihn erkannt. Mit nur ein paar extra Worte, der von Anfang an ist. Scheinbar weist es auf ein tieferes Verständnis von Gott hin, wahrscheinlich. Man kennt ihn noch besser. Wir sind noch nicht im Erde, wir sind noch im Himmel, wir sind noch auf der Erde. Wir leben praktisch auf einer Art Schlachtfeld. Gott ist König, aber es ist trotzdem ein Schlachtfeld. Satan nennt sich der König, der Prinz der Lüfte, Prinz der König der Erde nennt er sich. Es ist noch ein Kampf. Dieses verheißene Land ist noch nicht völlig eingenommen von uns. Aber trotzdem, und jetzt hör gut zu, mitten im Kampf will Gott einen Tisch vor uns decken. Psalm 23. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Ein Festmahl mitten auf einem Schlachtfeld. Und ich finde es herrlich, denn Tisch hat, also ein reich gedeckter Tisch hat viele Bedeutungen im Alten und Neuen Testament, aber es unter anderen Dingen weist es auf Gottes Fürsorge, sein Frieden, seine Freude. Und vor allem die entspannte Gemeinschaft mit Gott. Reife Leute haben gelernt, mitten in einem Kampf, trotzdem die entspannte Gemeinschaft mit Gott zu genießen. Ich bin fast durch Burnout gegangen einmal, nicht mehr als einmal, in den Jahren der Mission.
Weil ich neigte dazu, entweder im Kampfmodus zu sein oder im Spannungsmodus. Das gibt's nicht. Hast du es gemerkt? Denn gerade wo du in Spannungsmodus kommen möchtest, dann wird's dicker vom Feind manchmal. Streit mit der Frau, Krankheit, entlassen von der Arbeit. Der schläft nicht. Der sieht nicht zu, dass du, ja, entspannte Zeit, ja, meinetwegen. Ein reifer Christ lernt mitten im Kampf nicht aufzugeben mit der entspannten Gemeinschaft mit Gott und miteinander. Mit Gott und miteinander. Gott will uns reichlich zum Essen geben, mitten im Kampf. Jesus erzählte, jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Jesus erzählte seinen Jüngern kurz vor der Landung, okay, um dieses Bild noch einmal zu kommen, er hat ihnen gesagt, wie die Landung aussehen würde vom Flugzeug. Und er hat nicht gesagt, please return to your seats and fasten your seatbelts. Das ist kam anders ein bisschen. In Lukas 17 hat er seinen Jüngern ein bisschen davon erzählt, wie es aussehen würde vor seiner Wiederkunft. Lukas 17, 24 und dann 29 bis 32. Denn gleich wie der Blitz, der in eine Himmelsgegend erstrahlt, bis zur anderen leuchtet, so wird auch der Sohn des Menschen sein an seinem Tag. An dem Tag aber, als Lot aus Sodom wegging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und vertilgte alle. Gerade so wird es sein an dem Tag, da der Sohn des Menschen geoffenbart wird. Wer an jenem Tag auf dem Dach ist und sein Gerät im Haus ist, der steige nicht hinab. Um dasselbe zu holen. Ebenso, wer auf dem Feld ist, der kehre nicht wieder zurück. Und jetzt kommt ein merkwürdiger Satz. Gedenkt an Lots Frau. Was hat das mit irgendetwas zu tun? Was soll das bedeuten? Wir wissen nicht mal, wie sie heißt. Nirgendwo in der Schrift, weder im Alten Testament noch im Neuen Testament, hat sie einen Namen oder wird sie bei ihrem Namen genannt. Und sie wird kaum erwähnt, aber wir sollten trotzdem an sie denken. So schauen wir kurz zurück beim ersten Mal, wo diese Frau überhaupt erwähnt wird in der Heiligen Schrift, und zwar in 1. Mose 19. Gott sagte, eile, rette dich dorthin, denn ich kann nichts tun, bis du hineingekommen bist. Daher wird die Stadt Zoar genannt, und die Sonne ging auf über die Erde, als Lot nach Zoar kam. Da ließ der Herr Schwefel und Feuer regnen, Sodom und Gomorra vom Herrn vom Himmel herab. Und er zerstörte die Städte und die ganze Umgebung und alle Einwohner der Städte, was auf dem Erdboden gewachsen war. Und Lots Frau schaute zurück hinter seinem Rücken, da wurde sie zu einer Salzsäule. Obwohl Gott sie davor gewarnt hat, hielt sie kurz an und schaute zurück. Und ich kann mir vorstellen, das ist eine Vermutung von mir, dass sie auch ein bisschen mit einem wehmütigen Blick hatte, weil sie gedacht hat an alles, was sie hinterlassen hat. Kann ich mir gut vorstellen, das ist nur eine Vermutung. Aber was wir jetzt wissen, ist, dass sie wurde erstarrt zu einer Salzsäule. Ich weiß nicht, wie es euch in den letzten 2, 3 Jahren gegangen ist. In den letzten paar Jahren habe ich mehr als einmal an die Zeit vor Covid gedacht. An die Zeit vor dem Krieg in der Ukraine, an die Zeit, wo Sprit unter einem Euro war. An die Zeit, wo es die Inflation etwas weniger war. An die Zeit, wo ich gesundheitlich besser dran war, wo, bevor diese Parkinson-Diagnose. Während schwierigen Zeiten, turbulenten Zeiten, neigen wir daran, wenn wir nicht aufpassen, oder auch wenn wir aufpassen, neigen wir dazu, zurückzuschauen auf die Zeit vor dieser Turbulenz. Und manchmal mit einem Stück Nostalgie. Wenn wir besonders stürmische Zeiten durchgehen, ist die Versuchung groß, an den Good Old Days zu denken, wo alles in Anführungsstrichen besser war, oder wenigstens überschaubarer war. Die Nostalgie bzw. die Sehnsucht nach gestern kann manchmal gefährlich sein. Nämlich so,
Gottes Weg mit uns hat mit der Zukunft zu tun. Wir sind, sich ständig hinter sich zu schauen, sich nach vergangenen Zeiten zu sehnen, kann uns hindern, Gottes Wille für uns hier und jetzt zu erkennen. Wir können natürlich wichtige Lektionen von der Vergangenheit lernen, ganz klar. Das sollten wir nicht völlig vergessen. Und uns erinnern an Gottes Verheißungen, was er gemacht hat, an die Anfänge hier in der Gemeinde, an die Anfänge von Jugend mit einer Mission. Ich denke oft zurück mit großer Dankbarkeit. Das ist okay. Aber ständig den Blick hinten zu richten, vor allem wenn es turbulent wird, kann gefährlich sein, weil wir laufen Gefahr zu erstarren. Wie Lots Frau, meiner Meinung nach. Und jetzt hör gut zu. Wenn du davon überzeugt bist, dass die besten und fruchtbarsten Zeiten hinter dir liegen, wirst du womöglich Gottes wunderbare Zukunftspläne für dein Leben verpassen. Let that sink in. Denk kurz darüber nach. Wenn du überzeugt bist, dass die fruchtbarsten Zeiten hinter dir liegen, die besten Zeiten hinter dir liegen, wirst du womöglich Gottes wunderbare Zukunftspläne für dich verpassen. Sicherlich wird es anders aussehen. Deine Zukunft wird freilich anders sein als deine Vergangenheit. Der Dienst für den Herrn wird anders aussehen. Ich setze jetzt hier auf dem Stuhl, statt rumzuspringen. Ich benutze Zoom. Ich kann nicht so viele Einladungen annehmen. Ich musste aus manchen Gremien kommen und mache anderen Dingen. Ich mache immer noch übrigens aber die Jugendarbeit mit großer. Die Durchschnittsalter von meinem Team ist 24, 25 Jahre. Ich bin noch eine große Leidenschaft für mich. Aber wie ich das ausführe, ist anders. Es ändert sich. Eines aber hat sich nicht geändert. Und jetzt hör ganz gut zu. Es ist immer noch sein Willen für dich hier und jetzt und auch für die Zukunft, dass du reiche Frucht trägst. Auch jetzt. Johannes 15 heißt es, dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Und hier ist kein Ablaufsdatum. Mir wurde gesagt, obwohl ich kenne mich nicht so gut aus mit Pflanzen, meine Frau hat versucht, ein paar Mal mir eine Zimmerpflanze zu geben und der ist immer gestorben. Bei mir ist es nicht meine Stärke, ja. Entweder nicht genug Wasser, zu viel Wasser oder nicht genug Liebe oder irgendwas. Aber eins wurde mir gesagt und ich glaube es, alte Apfelbäume bringen mehr Äpfel hervor als junge Apfelbäume. Ta, hat so es. Und für die von euch, jetzt noch ein kurzes Bild von einem Freund von mir, hat gesagt, früher. Und jetzt spreche ich zu denen, die über 40 sind. Okay, jetzt, ich weiß, wir sind eine gemischte Gruppe auf über 40 oder so. Hat gesagt, früher habe ich die Übergabe von Leitungen gesehen als eine Art von Staffellauf. Aber habt ihr schon mal gesehen, was mit dem passiert, der den Staffel abgibt? Was passiert nachher? Er fällt total ausgelaucht auf den Laufbahn und ist fertig. Und er sagte, so bin ich nicht. Er sagte, ich sehe es eher wie ein Fackellauf. Ich habe einen Fackel in der Hand und ich zünde den Fackel von den Jüngeren an und er läuft schneller als ich, aber ich laufe noch. Und diesen Fackel wird niemand aus meiner Hand holen, bis ich sterbe. Dann müssen sie es auch mit Gewalt rausbringen. So fest will ich daran halten. Das Bild ist ein großer Trost für mich. Ja, weil ich weiß, dass Gott noch nicht mit mir fertig ist. Weißt du, dass Gott noch nicht mit dir fertig ist? Und weißt du, dass das, was er jetzt in der Zukunft tun möchte, wirklich groß sein kann, auch wenn du es nicht siehst? Er möchte dich wirklich gebrauchen und zum Teil mehr als je zuvor. Und ich möchte, bevor ich das zurückgebe an Eckhart, möchte, dass er ganz kurz füreinander betet, für dies. Herr Jesus, mach mir so, betest du für dich und der ist Zeuge davon, die andere Person. Herr, ich möchte
gern diesen Lauf vollenden. Ich möchte Frucht tragen für dich. Auch mehr als je zuvor. Herr, das ist mein Verlangen. Mehr als je zuvor Frucht zu tragen für dich. Okay? Einfach kurz das bekennen einander, kurz voreinander beten. Das ist 2 Minuten höchstens. Okay? Und dann gebe ich das weiter an.